Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Daniel von der Dork University und in dem heutigen Video geht es um 5 gute Wachhunde. Ja, der Louis hier wollte schon direkt ins Bild. Ist ein Labrador und Labradore sind bekanntlich nicht besonders gute Wachhunde. Sie freuen sich oft sogar über jeden Einbrecher, zumindest sagt man es ihnen nach. Okay, wir gehen aber erstmal darauf ein, was ist überhaupt ein Wachtrieb, Schutztrieb und was ist ein Schutzhund, weil diese Sachen werden oft durcheinander geworfen. Da möchte ich mal kurz drauf eingehen. Also der sogenannte Wachtrieb bezeichnet eigentlich Territorialverhalten der Hunde. Das bedeutet, dass die Hunde auf einem gewissen Territorium, oft ist es ja das Grundstück, das Haus, der Hof, dass sie dies verteidigen. Und das ist letztendlich etwas ganz anderes als der Schutztrieb. Der Schutztrieb bezeichnet einen Hund oder beziehungsweise die Bereitschaft eines Hundes, Mitglieder seines Sozialverbandes zu verteidigen. Das können andere Hunde sein oder letztendlich auch Menschen oder auch andere Tiere, beispielsweise bei den Herdenschutzhunden, deren Aufgabe war es ja, dann Schafe oder andere Herdentiere gegen Angreifer zu verteidigen. Der Schutzhund ist letztendlich ein Hund, der extra dazu ausgebildet worden ist, Menschen zu beschützen. Während hingegen viele Elemente vom Territorialverhalten und vom Schutztrieb genetisch bedingt sind, das heißt, das bringen die Rassen mit. Die meisten Hunderassen, die so etwas zeigen, wurden ja über viele, viele Jahre von der Menschheit darauf selektiert, dieses Verhalten zu zeigen. Dahingegen ist der Schutzhund von Menschen ausgebildet, um den Menschen zu beschützen. Und mittlerweile wird da auch über ganz andere Sachen gearbeitet. Man arbeitet mit den Schutzhunden überwiegend über das Beutefangverhalten und nicht mehr über den sogenannten Aggressionstrieb. Und der Aggressionstrieb ist sowieso ein bisschen in Frage gestellt. Da sagt man eigentlich heutzutage, dass es das in der Form nicht mehr gibt, wie man früher mal angenommen hat. Territorialverhalten entsteht übrigens aus der Angst heraus, wichtige bzw. lebenswichtige Ressourcen zu verlieren. Eigentlich auch völlig verständlich, wenn fremde Hunde, Menschen oder was auch immer das Territorium betreten oder einnehmen würden, dann würde der Hund ja einen wichtigen Lebensraum verlieren, gegebenenfalls auch sein Halter, Futter etc. Und daraus ist das bedingt. Das heißt, wenn Hunde territorial motiviert sind, tun sie das aus einer defensiven Motivation heraus. Hunderasse Nummer 1 ist der Hovawart. Der Hovawart ist entstanden aus Kreuzungen von Herdenschutzhunden, Hofhunden und Schäfer- oder Hütehunden. Und der Hovawart ist ein sehr temperamentvoller Hund, der sehr, sehr stark territorial motiviert ist. Das heißt, er verteidigt zuverlässig sein Grundstück und seine Familie. Der Vorteil eines Hovawartes ist, dass er die Arbeitsbereitschaft der Hütehunde mitbringt. Da hat er ein bisschen was mitbekommen. Bedeutet, der Hovawart ist ein Hund, mit dem man eine ganze Menge arbeiten kann und letztendlich ein guter Begleiter für Familien, natürlich immer nur, wenn er ordentlich erzogen wird und wenn man sich mit dieser Hunderasse auskennt und weiß, was man da tut. Man sollte also jetzt nicht anfangen und sagen, der Hovawart ist ein guter Familienhund, wenn man kleine Kinder hat und so weiter. Also da weise ich wirklich nochmal darauf hin, das ist eine absolute Einschränkung. Der Hovawart ist ein toller Hund, aber sicherlich nicht für jeden geeignet. Hunderasse Nummer 2 sind die Neufundländer oder die Landseher. Die sind ja sehr eng miteinander verbunden und beide Hunderassen mag ich ganz gerne, weil sie in der Regel super entspannt sind und auch den Vorteil haben, dass sie trotz eines starken Territorialverhaltens Leute gerne mal in die Wohnung lassen, die mit der Familie unterwegs sind. Das heißt, gerade Familien oder Menschen, die einen hohen Durchgangsverkehr haben, die viel Besuch bekommen. Da ist es oft bei den Hunderassen so, dass man da durchaus noch das Haus betreten kann, ohne Angst haben zu müssen. Aber diese Hunderassen schalten natürlich auch sehr schnell
um. Und wenn es drauf ankommt, sind sie verteidigungsbereit und würden sowohl das Grundstück als auch ihre Halter verteidigen. Mir gefällt bei den Rassen, dass sie sonst ein relativ entspanntes und genügsames Wesen aufweisen. Hunderasse Nummer 3 ist der Bullmastiff. Der Bullmastiff ist in seiner Erscheinung ja durchaus abschreckend, allein durch die Größe und durchs Aussehen generell, aber ist ein sehr, sehr sicherer Hund. Ich habe selten einen ängstlichen Bullmastiff gesehen. Sie sind vom Temperament her sehr ruhig. Die meisten Hunde, die ich da kennengelernt habe, waren sehr, sehr überlegt. Sie waren in ihrem Ausdrucksverhalten sehr, sehr klar. Natürlich sind sie territorial veranlagt, aber sie machen das sehr schön abgestuft. Also sie beobachten sehr genau, sie gucken sich das an. Sie fangen an zu drohen, sie fangen an, den Weg zu verstellen. Dann fangen sie gegebenenfalls an zu bellen. Also alles sehr, sehr gut abgestuft, geben den Leuten, die an ihnen vorbei wollen, dann immer noch auch eine Chance, auf sie zu reagieren. Und der Bullmastiff ist tatsächlich ein Hund, der ein bisschen unterschätzt ist. Ich mag die Hunde, ich finde, das sind ideale Wachhunde. Hunderasse Nummer 4 ist ein Klassiker, nämlich der Rottweiler. Der Rottweiler wird ein bisschen schlecht gemacht. Das hängt häufig mit einer falschen Zucht oder mit einer falschen Führung, einer falschen Erziehung zusammen. Mittlerweile gibt es sicherlich Rottweiler-Schläge, die nicht mehr ganz ohne sind. Das ist vom Menschen gemacht, aber da kann die Rasse nichts für. Ursprünglich ist der Rottweiler ein Hund, der super entspannt war, der eine relativ lange Zündschnur auch hatte, der klar kommuniziert hat. Rottweiler knurren ja für ihr Leben gerne, aber das ist ja letztendlich auch nur eine Form der Kommunikation. Und Rottweiler haben den alten Spruch, der ja mittlerweile auch überall bekannt ist: Rottweiler ist gelassen wie ein Metzgerhund, da ist tatsächlich was dran. Die Hunde sind so. An Rottweilern kann man auch durchaus vorbeigehen mit anderen Hunden in der Regel, oder sofern das im Kontext ist, dass es für den Hund okay ist oder der Halter dabei ist, ist es kein Problem. Wenn es dunkel wird und die Hunde sind alleine auf dem Grundstück, dann sind sie super Wachhunde, zeigen ein ausgeprägtes Territorialverhalten. Im Zweifel kann ein Rottweiler natürlich super knackig sein, dessen sollte man sich bewusst sein. Ein Rottweiler braucht eine konsequente Erziehung, braucht erfahrene Halter, und natürlich sollte man auch da darauf achten, dass man nichts versäumt, dass man mit solchen Hunden, die ein gewisses Potenzial mitbringen, alles richtig macht. Aber ich finde, die Rottweiler haben ihr mittlerweile schlechtes Image gar nicht so verdient, weil die ursprüngliche Rottweilerzucht wirklich eine tolle war und beziehungsweise der Rottweiler vom Wesen ein sehr, sehr entspannter, ausgeglichener Hund ist. Hunderasse Nummer 5 ist ebenfalls ein Klassiker, der deutsche Schäferhund. Neben mir ist ja die Nora, guckt schon ganz interessiert, wenn sie hört, dass ich über Schäferhunde rede. Spaß beiseite. Also der deutsche Schäferhund ist sicherlich ein guter Wachhund, der zeigt ausgeprägtes Territorialverhalten, zeigt auch eine uneingeschränkte Verteidigungsbereitschaft gegenüber seiner Familie und seinem Besitzer in der Regel, ist dabei aber sehr, sehr gut zu kontrollieren. Das heißt, der Schäferhund ist, wenn man es richtig macht, sehr, sehr einfach zu führen. Und da sollte man allerdings darauf achten, dass das Hunde sind, die nicht einfach nur irgendwo im Garten sein wollen und Wachhund sein wollen, sondern der deutsche Schäferhund ist ein sehr, sehr aktiver Hund, der will was machen, der möchte sowohl geistig als auch körperlich ausgelastet werden. Wenn man den Hund richtig führt, ist das der ideale Allrounder. Mit dem Schäferhund kann man eigentlich alles machen, die sind wirklich auf Zack. Aber wie gesagt, einer der besten Wach- und Schutzhunde, die es meiner Meinung nach überhaupt gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video.